Hey Leute, hier ist wieder Seven Apps mit Chris und Marius. Heute das nächste Video aus unserer Comparison-Reihe. Und zwar heute der ultimative Jump-and-Run-Spielevergleich. Wir haben 7 Apps ausgewählt und werden diese heute miteinander vergleichen. Viel Spaß! So, kommen wir zu unserer ersten App. Die erste App ist Doodle Jump. Sie kostet 89 Cent im App Store. So, wir gehen jetzt einmal ein paar Punkte durch, was die App hat. Die App hat im Gegensatz zu den meisten anderen heute eine Bewegungssteuerung und dadurch kann man auch den Touchscreen extra benutzen. Sie hat keine Story, die App, also ist einfach nur ein kleiner Zeitvertreib. Dann zu der Grafik, sie ist nicht in 3D, wie man sieht, sondern nur in 2D, aber immer noch schön gemacht. Details sind teilweise, man sieht dieses gezeichnete Muster als Hintergrund, deswegen ist es ein bisschen zum Gameplay. Man hat viel Spaß, man kann auch sehr lange Spaß haben, aber für ein einzelnes Spiel hat man wenig Zeit, also verbraucht man wenig Zeit, man hört schnell mal wieder auf und fängt dann aber nach ein paar Tagen immer gerne wieder an. Die Abwechslung ist nicht viel wirklich gegeben. Man kann ein paar Themes hinzufügen, die das ein bisschen schöner machen, aber ist das eigentlich im Grunde keine Abwechslung. Es wird nur ein bisschen schwerer, aber es bleibt alles gleich. So, es gibt ein paar kleine Upgrades, die man hinzukaufen kann, die machen es ein bisschen leichter zu spielen. Die sind schwer zu sammeln, also es dauert wirklich lang, oder man kauft sie sich für echtes Geld. Ist nicht unbedingt ein Pluspunkt, aber es ist so ein Mittelding einfach. Die App hat ein gutes Multitasking, was uns auch meistens sehr wichtig war. Das heißt, wir können schnell zwischen der App hin und her switchen und sie muss nicht immer lange stoppen wie einige. Preis-Leistung finden wir, es ist recht gut. Sie kostet 89 Cent, aber man hat auch wirklich viel Spaß und auch für langen Zeitraum. Sie kostet im Android Google Play Store für 75 Cent. So, kommen wir zur nächsten App. Die nächste App ist Temple Run 2. Wir sehen hier jetzt einen sehr langen Ladebildschirm, das ist schon mal der erste Punkt. Aber ich möchte jetzt auch anfangen mit dem Preis. Temple Run 2 ist kostenlos, genau wie Temple Run 1. Sowohl im iTunes Store als auch im Google Play Store. Zur Steuerung. Temple Run 2 ist eins der beiden Spiele neben Doodle Jump und die einzigen Spiele, die Bewegungssteuerung und Touchscreen-Steuerung verbinden in unserer Aufstellung heute. Das finden wir eigentlich recht schön. Das ist noch ein bisschen schwieriger, sag ich jetzt einfach mal. Und das gibt ein schönes Gefühl und macht die App ein bisschen interessanter, dass diese beiden Steuerungen kombiniert werden. Story gibt es bei Temple Run nicht wirklich. Es ist einfach nur, dass man vor einem Affen davon rennt. Das fanden wir ein bisschen schade. Könnte man schön was drumherum basteln. Dafür ist die Grafik 3D. Das ist anders als bei Doodle Jump. Und es ist sehr detailgetreu. Also wir haben einen schönen Hintergrund. Wir laufen durch schöne Gegenden. Und es ist auch abwechslungsreich. Zum Gameplay. Spielspaß ist auf jeden Fall gegeben. Nicht ganz so stark wie bei einigen anderen Spielen. Aber doch schon sehr schön. Spieldauer insofern, das ist ein einzelnes Spiel, dass man sich nicht durch Level kämpfen muss, ein kleiner Minuspunkt. Sind nicht wirklich Aufstiegschancen da, außer dass man seinen Highscore durch ansteigende Missionen, ansteigenden Multiplikator immer höher treiben kann. Deswegen auch Abwechslung nicht so wirklich gegeben, aber dafür gibt es bei Missionen den Pluspunkt, weil das da sehr viele und sehr eine sehr große Auswahl gibt. Letztendlich noch ein schönes Multitasking und auf jeden Fall für kostenlos eine super schöne App und deswegen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und die nächste. Die nächste App ist Jetpack Joyride. Sie ist für beide, für Android und iPhone, kostenlos. So, es ist wieder auch ein langer Ladebildschirm. Das ist jetzt aber eigentlich nur im Anfang da, wenn man jetzt in einer App drin, wenn man ein Spiel gerade startet hat, dann kommt man eigentlich schnell wieder rein. Zur Grafik, sie ist 2D. Wir können hier einmal zum Menü gehen. Die Bewegungssteuerung ist nur, dass man den Touchscreen bedienen muss. Man hat ein paar Details, es ist nicht viel, aber es ist immer kleine nette Details. Hier unten sieht man kleine Männchen, die rumlaufen. Es ist so ein Mittelding zwischen sehr gut und normal. Man hat viele Missionen, die man erledigen kann und die Abwechslung ist nicht wirklich gegeben. Man hat immer das gleiche Ziel, man muss einfach immer weiterkommen, eigentlich wie bei Doodle Jump. Der Spielspaß ist trotzdem gegeben, dadurch, dass man eigentlich auch so einen kleinen Suchtfaktor immer dabei hat. Es gibt sehr viele Upgrades und auch Fahrzeuge und Gadgets, die man sich dazu kaufen kann. Da finden wir, es ist ein dickes Plus. Da kann man wirklich lange Zeit seine Sachen upgraden und auch mehr Spaß damit haben.
Werbung gibt es keine. Das ist immer ein bisschen nervig, wenn es bei Gratis-Apps Werbung gibt. Deswegen gibt es das auch einen kleinen Pluspunkt. Preis-Leistung finden wir ist natürlich kostenlos, ist eine tolle App. Also gibt es davon auch wieder einen Pluspunkt. Unsere nächste App ist Bananacom. Bananacom ist nur im App Store erhältlich und kostet da 89 Cent. Die Steuerung ist nur Touchscreen, also man bewegt den Kong nur mit den Fingern. Ich zeige das einmal kurz, das ist die erste App, die wir jetzt zeigen, einfach weil man die anderen eigentlich meistens kennt. Es geht hier einfach darum, mit diesem Kong, wie man es auch schon aus Donkey Kong kennt, so weit wie möglich zu kommen. Es ist ein ziemlich einfaches Spiel und man hat gewisse Möglichkeiten zu steuern. Das soll es auch schon gewesen sein. Jetzt erstmal zur Story. Es gibt eigentlich keine. Man rennt immer vor so einem großen Heuhaufen weg. Aber dadurch, dass man Donkey Kong kennt und das irgendwie damit verbinden kann, ist schon eine kleine Story vorhanden. Zum Design und zur Grafik. Es ist 2D und sehr detailreich und detailverliebt auch gestaltet. Das hat uns ganz gut gefallen. Zum Gameplay. Es ist auf jeden Fall hoher Spielspaß vorhanden. Man kämpft sich durch einige Level und muss am Ende auch ein Ziel erreichen. Das wir euch jetzt an dieser Stelle noch nicht verraten möchten, könnt ihr euch selbst austesten. Zur Spieldauer genau das gleiche Argument. Man hat ein Ziel, man arbeitet sich durch Levels und durch Hindernisse hindurch, um letztendlich die nächsten Level zu erreichen und ein Ziel am Ende zu erreichen. Deswegen auch hohe Abwechslung und die Mission gegeben. Zu den Upgrades. Es gibt einen Shop, in dem man sich neue Sachen kaufen kann und die das Spiel einfacher und unterhaltsamer machen. Dafür gibt es auch nochmal einen kleinen Pluspunkt. Multitasking ist in diesem Fall nicht so gut, hat uns jetzt aber auch nicht mehr so großartig gestört. Es dauert halt ein bisschen länger. Preis-Leistung, ganz schön, für 89 Cent, allerdings ein bisschen viel. Das einzige Spiel, das neben Doodle Jump heute in der heutigen Aufstellung etwas kostet, muss man sich natürlich überlegen, ob man das möchte. Dafür müsste man sich das vielleicht nochmal genauer angucken. So, und zur nächsten App. Unsere nächste App ist Gravity World. Die App ist auch wieder nur mit dem Touchscreen bedienbar. Sie hat in gewisser Weise eine Story, in der man jetzt verschiedene Level hat, in denen man sich immer weiter vorkämpfen muss. Das Spiel ist eigentlich sehr gut, nicht sehr detailreich gearbeitet. Es ist ein bisschen einfach. Also man sieht hier im Hintergrund gerade ganz normale Blöcke, wie man sie aus Spielen von ganz früher kennt, aber nicht im Retro-Style, sondern ein bisschen langweilig. Der Spielspaß ist nicht wirklich gegeben. Es ist ein bisschen komisch gemacht. Man muss immer die Gravity verändern, man kann sie aber nicht immer verändern. Also es ist ein bisschen nicht so wirklich der Spielspaß, den man sich erwünscht. Aber es ist trotzdem was, was man sich ein bisschen mal kurz angucken könnte. Spieldauer, man kann glaube ich sehr lange damit spielen. Es gibt viele Level, wo man sich durchkämpfen muss. Abwechslung ist ganz gut gegeben, dadurch, dass man immer mehrere Level hat und da immer was Neues hinzukommt. Mission ist natürlich nicht wirklich gegeben, sondern einfach wie immer die Level. Es gibt keine Upgrades, was ein kleiner Minuspunkt ist, und auch keine extra Punkte, die man sich verdienen kann, und auch keinen Shop dazu. Die Werbung gibt es auch nicht, was auch wieder gut ist. Multitasking ist aber sehr gut bei der App und zum Preis-Leistung ist es kostenlos und auch man kann sich es auf jeden Fall mal angucken, wie es ist. Die nächste App, die in dieser Aufstellung sicherlich nicht fehlen darf, ist Subway Surfer. Subway Surfer ist jetzt die letzte von unseren einigermaßen bekannten Apps und auch die letzte von unseren Infinite Run Apps. Infinite Run heißt so viel wie, dass man immer einen neuen Highscore macht und die Welt nach hinten nicht endet. Die Bewegungssteuerung bei Subway Surfer erfolgt nur über Touchscreen. Man muss sich über die verschiedenen Gleise nach links und rechts bewegen. Und es gibt keine Bewegungssteuerung. Die Story ist nicht wirklich gegeben, da man am Anfang nur, dass die Person hier nur ein Bild an den Zug sprayt. Das war uns ein bisschen zu wenig. Dann komme ich zum Gameplay. Erstmal zum Design. Es ist 3D. Das hat uns auch sehr gut gefallen. Das ist neben Temple Run eigentlich das einzige Spiel, was 3D hat. Und es ist auch sehr detailreich gearbeitet und es gibt eine hohe Abwechslung in den Hindernissen und auch kein erkennbares Muster, ähnlich wie bei Doodle Jump. Zum Gameplay, Spielspaß ist auf jeden Fall gegeben, absoluter Suchtfaktor, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Spieldauer wieder nicht so gut, weil es halt immer nur ein Spiel ist und danach muss man das nächste Spiel spielen. Es geht eben nur bei diesem Infinite Run darum, den Highscore zu knacken.
Deswegen Abwechslung mehr oder weniger gegeben. Es gibt allerdings auch Missionen, die man erfüllen muss und sich dadurch einen höheren Multiplikator erarbeitet. Das sind auch gleichzeitig schon die Upgrades, die es im Shop zu kaufen gibt und die man weiterentwickeln kann und dadurch immer seinen Highscore noch höher treiben kann. Werbung gibt es, wie ihr gerade schon gesehen habt, gibt es leider. Es gibt große Pop-ups. Das ist aber dadurch erklärbar, dass die App im App Store und im Android Store kostenlos ist. Das wollen wir gerade nochmal tolerieren. Multitasking ist nicht so berauschend und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist aber völlig in Ordnung. Ganz kurz nochmal zum Vergleich von allen Infinite-Apps. Da finden wir eigentlich, dass Temple Run 2 und Subway Surfer diese Mission und die Upgrades und die Multiplier am besten umgesetzt haben. Aber Jetpack Joyride und Doodle Jump haben auch auf jeden Fall einen ehrenwerten Platz in dieser Aufstellung gefunden. So, zu unserer letzten App. Das ist Leap's World 2. Dieses Spiel ist eigentlich eine Nachmache von dem berühmten Spiel Super Mario. Es ist wieder nur mit dem Touchscreen bedienbar, ganz einfach mit Rechts-Links-Tasten und Sprung-Tasten. Die Story ist natürlich einzig, wie man sie schon kennt. Man muss immer weiterkommen in den Leveln, man muss durch die Welten sich kämpfen. Da ist das einfach schon ein bekannter Faktor. Entschuldigung, da finden wir, das ist sehr toll. Das Design ist eigentlich recht schön gemacht, es ist 2D, aber es ist eigentlich bekannt, wie man es schon kennt. Es gibt verschiedene Blöcke, es gibt kleine Monster, ist natürlich alles ein bisschen umgeändert. Das ist eigentlich ganz okay, aber die Grafik ist nicht so das Berauschendste, was wir finden. Es ist ein bisschen zu viel im Hintergrund, was einen nervt. Aber zum Spielspaß ist es eigentlich relativ gut. Es ist recht flüssig, was man hier machen kann. Daher ist das eigentlich mit dem Spielspaß ganz gut gegeben. Die Spieldauer, man kann natürlich sehr lange spielen, weil man sich durch all die Welten kämpfen muss, was auch durch die Abwechslung gegeben wird. Es gibt ein paar Missionen, halt durch die Level kämpfen. Es gibt aber keine Upgrades, was bei dem Spiel natürlich sinnvoll ist. Es gibt leider auch ein bisschen Werbung, was immer ein bisschen nervig ist, aber ist auf jeden Fall eine kostenlose App für das iPhone und auch für den Android Store. So, Multitasking ist sehr gut und für eine kostenlose App ist es wieder ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau. Dann, soweit erstmal zur Einzelbeschreibung der Apps und jetzt kommen wir gleich zum Fazit. So, kommen wir zu unserem Fazit. Wir haben jetzt alle Apps nach Punkten einmal bewertet. Die Punkte könnt ihr auch später in einer Tabelle, die wir am Ende zeigen werden, nochmal nachvollziehen. Am Ende sind wir zum Schluss gekommen, dass Temple Run und Jetpack Joyride zusammen auf Platz 1 sind. Auf Platz 3 ist Subway Surfers. Dann auf Platz 4 sind Banana Kong und Gravity World. Und auf Platz 6 sind Labs World und Doodle Jump. So, liked uns bitte auf Facebook und abonniert unsere Videos. Hier seht ihr gleich nochmal ein paar andere Videos, die ihr bitte auch angucken könnt. Ihr findet da auch zum Beispiel die Rezension von Doodle Jump. Genau, jetzt kommt nochmal die Tabelle. Wir wünschen euch noch viel Spaß. Guckt weiter CM Apps und bis bald. Bis zum nächsten Mal.